Ja, beim nächsten Video, da sehen wir hier diesen Kirchturm. Der ist etwas schief und wir können hier Folgendes machen. Zum einen können wir hier erstmal ausmessen, wie schief steht er denn. Dazu zoome ich hier ein bisschen ran, dann klicke ich hier an die Mauer und dann na, muss ich gedrückt halten. Ja, muss ich. Also hier zum Ursprung. Ich ziehe hier eine Linie nach oben und dann sehe ich, es sind nicht 90 Grad, also das hier wären genau 90 Grad, wenn ich das genau treffe. Hier haben wir 90 Grad. Und wenn ich hier oder hier beginne und die Linie nach unten ziehe, dann sehe ich, ich habe hier 88,06 Grad. Und das bedeutet, um jetzt hier genau 90 Grad zu bekommen, brauche ich noch 2 Grad. So, jetzt kann ich mit dem Foto Folgendes machen. Ich kann hergehen und dieses Bild entsprechend drehen. Dazu brauche ich hier irgendwo einen Drehpunkt. Gut, der ist mir jetzt hier in die Mitte gesetzt worden. Und ich brauche hier 2 Grad. Mal schauen, in welche Richtung. Hier nicht in diese, in die andere. Das war zu viel. 2 Grad brauche ich nur. Na, das ist aber schwierig. Also noch einmal. So, ich könnte es jetzt ganz genau machen. Ich mache es jetzt ungefähr 2 Grad. Dann sage ich rotieren. Und das Bild ist fertig ausgerichtet. Wenn ich das nochmal verkleinere, dann sehe ich allerdings, hier sind Ränder. Das heißt, ich müsste einfach nochmal hier das Bild zuschneiden. Das mache ich hier entsprechend, dass die Ränder nicht berührt werden. Und dann Return-Taste habe ich das neue Bild gerade ausgerichtet.